Pagan ist tot. Gut, Bruder. Es ist endlich vorbei. Hast du Lakshmana gefunden? Nein, ich weiß nicht, was es ist. Es ist doch unwichtig. Kyrat ist frei, Bruder. Und nur das ist wichtig. Komm raus und feier. Das wäre Mohans Wunsch gewesen. Okay. So sieht das also aus, wenn das Outro vorbei ist und wir Pagan erschossen haben. Was ist denn Lakshmana? Hast du Lakshmana gefunden? Wer war denn das nochmal? Immer diese komischen Namen. Aber jetzt kann ich endlich das Tagebuch suchen gehen? Aber wahrscheinlich komme ich da jetzt nicht hoch. Ist noch da oben. Aber ich kann nicht dahin. Oder? Ich probiere es mal. Nein, zurzeit nicht möglich. Ich muss die Mission hier vollenden wahrscheinlich. Hola, Nachbar. Er lebt noch? Oh, Mr. Gale. Tja, das war's dann wohl. Jetzt gibt's keinen Mord und Totschlag mehr? Hängst du den Raketenwerfer an den Nagel? Gut, gefällt mir, was du hier alles erreicht hast. Ziemlich schade, dass du bald wieder gehst. Du wirst ihn zu den Akten legen. Als Staubfänger. Außer? Es gibt noch was zu erledigen. Hm? Offene Rechnungen? Leute umzunieten? Ganz genau, Donald. Ich bin Yogi, du Sack. Tüte? Tüte? Nein. Diesmal nicht. Oh. Der wirkt traurig, der AJ. Er ist wohl nicht glücklich mit der Entscheidung. Bitte übersetzen. Was war das gerade für ein Zeichen? Nee, AJ scheint überhaupt nicht glücklich mit der... Entweder mit der Entscheidung oder... Er weiß nicht, wie er jetzt weitermachen soll. Hm. Egal, jetzt probier's nochmal da hoch. So. Schnellreise, jetzt geht's. Nach Pagans Tod sind seine Truppen bei Rajkat verunsichert und schlecht organisiert. Schlag zu, solange das Eisen heiß ist, und erobere die Festung für den goldenen Pfad. Ich hab doch diese Festung auch schon erobert. Was wollen die denn eigentlich von mir? Moment, nee, jetzt wollte ich gerade nochmal dahin reisen. Markieren. Bin ganz verwirrt hier. Ah. Und ich habe jetzt nicht mitbekommen in der ganzen Hektik, wo jetzt, warum ich jetzt dorthin fahren soll zur Festung. Hier ist Ravi Ray Rada mit nichts als der reinen Wahrheit auf dem Sender Weißkühlheit. Ich würde gerne über die Karun Matara reden. Okay. Ich erkläre es euch kurz. Sabal. Meint es absolut ernst mit dem Mädchen, Mata. Das ist eine Menge Druck für einen Teenager. Wenn ich sie wäre, würde ich das ausnutzen. Ernsthaft. Stellt euch vor, ihr seid jung und jeder glaubt, ihr wärt eine Gottheit. Im Ernst, man könnte zu jemandem hingehen und einfach sagen, hey, ich bin die Personifizierung der Göttin auf Erden. Von jetzt an sollt ihr euch hinwerfen und 25 Liegestütze machen. Und jeder würde sich hinwerfen und 25 Liegestütze machen. Man will schließlich keinen Gott verärgern, ganz ehrlich. Stellt euch mal die Oberkörper der Leute von Kyra vor. Ich mein, es gibt noch Gegner. Wenn der König tot ist, warum gibt's hier noch... Sehe ich jetzt nicht. Ich muss echt was für meinen Körper tun. Meine Güte, sieht ja gut aus. So, du glaubst, ich habe kleine Trizeps. Das war eine rhetorische Frage, Toto. Wir werden noch nie rausfinden, wer Toto ist. Es sind noch so viele ungeklärte Fragen. Was ist mit der Tarun Matara? Was ist mit Sabal und Amita? Ich habe wirklich das schlechteste Ende gewählt, wie es aussieht. Gibt's schon wieder einen neuen König oder wie? Das war's, Jungs.
Der Sieg ist zum Greifen nah. Gut so, sag ich. Aber was ist mit all den Waffen da draußen? Klar, im Krieg haben wir Waffen gebraucht, aber wollen wir die auch beim Wiederaufbau ständig um uns herum haben? Ich habe mich schon daran gewöhnt, überall Waffen zu sehen. Kommt mir eher verdächtig vor, wenn ich keine sehe. Geht's nur mir so? Oder sitzt ihr auch beim Essen mit entsicherter Waffe? Das ist jetzt nicht euer Ernst. Ich komme hier nicht weiter. Das... Du hast mir gerade noch gefehlt. Komme ich jetzt dahin? Ich schätze mal, das wird nicht reichen, um mit dem Auto durchzufahren. Nee, natürlich nicht. Dann laufe ich halt. Oh nee, Minen. Ich hoffe nicht, dass es mitten auf der Straße ist. Das ist mir vorhin nämlich nicht aufgefallen, als ich hier lang gefahren bin. Beim ersten Mal. Warum sind die eigentlich überall zerstörte Statuen? Ist das, weil Pagan die vorher alle hat zerstören lassen, bevor er hier sich als König niedergelassen hat? Jetzt gehe ich wieder denselben Berg hoch, wo ich vorhin schon letztes Mal probiert habe, ans Tagebuch ranzukommen. Am Ende gibt es wahrscheinlich wirklich einen geheimen Weg. Essen, alles ist noch hier. Der ist immer noch hier, liegt immer noch hier. Mit dem Kopfschuss. Kein epischer Endkampf, nichts. Schon seltsam. So, bevor ich das mir angucke, will ich schnell gucken, ob es hier einen Geheimgang gibt. Dass man hätte vorher reinkommen können. Aber es wäre... Nee, das glaube ich nicht, weil dann hätten wir ja quasi von der anderen Seite zu Pagan können. Oder hier vielleicht? Ich glaube es nicht. Ich glaube, wir können erst jetzt hierher. Okay. In loving memory of Lakshmana Min. Moment. Ist das unsere Mutter? Oh Gott, bin ich doof. Das war die ganze Zeit unsere Mutter, die hieß so. Und die hatte... War die verheiratet mit Pagan? Ich dachte, die hat sich nur auf ihn eingelassen, aber... Moment. Das ist doch unsere Urne, die wir mitgeschleppt haben. Oder nicht? Nee, Quatsch. Was rede ich denn da?
Das ist eine Tochter von Pagan gewesen. Die ist nur ein Jahr alt geworden. Pagan hatte eine Tochter. Wahrscheinlich auch von unserer Mutter. Sehe ich gar nichts mehr. Den das so zerfressen? Warum ist sie gestorben? Woran? Oh Gott, nicht, dass unser Vater die umgebracht hat. Wo ist das Tagebuch? So, jetzt aber. Was steht da drin? Push 1990. AJ, du musst wissen, dass ich das alles nur für dich getan habe. Alles, was ich je wollte, war, dass du in einem sicheren und wohlhabenden Land aufwachsen kannst. Aber jedes Ziel erfordert Opfer. Ich bedauere, dass ich nicht da war, um deine ersten Schritte zu sehen oder deine ersten Worte zu hören. Aber die Bürde des Kommandos lässt wenig Platz für Gefühle oder Ablenkungen. Deine Mutter hat sich immer aufgeregt, wenn ich über deine zukünftige Ausbildung sprach. Aber wenn dieser Krieg mich überlebt, musst du bereit sein, meinen Platz einzunehmen. Die Zukunft Kyrats liegt in deinen Händen. Bin ich jetzt irgendwie nicht so zufrieden? Ich hatte jetzt mehr erwartet. Es sieht für mich fast so aus, als... Ja, wir waren halt mehr der Sohn des Vaters. Weniger der Mutter. Also das Kind der Mutter, sondern eher des Vaters. Und die Mutter hatte noch das Kind, was gestorben ist. Ach, das gefällt mir nicht. Ich sehe hier immer noch nicht durch, was... Ich weiß viel zu wenig von meiner Mutter, das stört mich. Und ob man über die verlorenen Briefe mehr herausgefunden hätte? Ich habe ja auch nicht besonders viel gefunden. Ich glaube, ich überfliege das gerade mal. Aber ich glaube, das hat ja nichts mit uns zu tun. Charlotte. Charlotte und Robert. Gott, da muss ich die vielleicht doch noch alle suchen. Alle 16 Briefe. Um das zu verstehen. Was ist das denn? Nee, das ist nur die... Das ist nur eine Übersicht. Ich glaube fast, da muss ich die ganzen Briefe noch suchen gehen. Robert? Nee, Mohan Gale und wie gesagt, ich weiß nicht, wie die Mutter hieß. Das kann mit denen nichts zu tun gehabt haben. Naja, vielleicht mache ich das noch, ich weiß es nicht, aber erstmal gucke ich, wie es hier weitergeht. Eigentlich war jetzt meine Aufgabe gewesen, die Festung Ratschat gut. Oder was war das? Gulag Ratschgat? Das kann doch gar nicht meine Aufgabe sein. Die habe ich doch auch schon eingenommen. Also eigentlich habe ich jetzt alles gemacht. Weiß nicht, warum der dann irgendwas noch erwähnt hat mit der Festung. Man könnte jetzt noch hier die Mission mit dem Nachschub machen, aber die... Da hatte ich ja keine Lust drauf. Tja. Ich kann ja mal hier auf die Festung einfach gehen. Mal gucken, was dann passiert. Wahrscheinlich nichts. Bonus-XP erhalten? Wofür? Für dieses Tagebuch? Nö, das war's dann wohl. Endgültig. Dann werde ich mal ein Savegame laden und gucken, dass wir die anderen Enden sehen. Und da sind wir wieder.
Es ist leider sehr viel schwerer, als ich dachte, einen alten Spielstand zu laden. Das geht nämlich eigentlich gar nicht in Far Cry 4. Ich habe jetzt nach langem Suchen eine Auswahl an Save Games gefunden, die ich in meinen Save Game Ordner ersetzen konnte, damit ich jetzt wieder hier bin. Weil anders geht's nicht. Deswegen, wenn ich jetzt nochmal mit Amita spiele, werde ich wahrscheinlich auch, also den Amita-Weg wähle, werde ich auch ein altes Savegame von jemand anders laden. Deswegen werde ich andere Waffen haben, andere, ja, Missionen, die ich noch nicht gemacht habe. Ist ja auch egal, wir gucken jetzt mal an, was passiert, wenn ich Pagan nicht erschieße. So, dann werden wir doch dieses Mal mit ihm essen und gucken, was dann dabei rauskommt. Nun, wen hast du getötet? War es Amita? Sabal? Es ist im Grunde egal. Ich weiß es ja. Ich will es nur von dir hören. Niemanden. Fick dich. Meine Güte, Junge, du hast nicht mal geblinzelt. Du weißt schon, dass du damit dein Land aufgegeben hast, oder? Es ist deins. Es war immer deins. Kyrat gehört dir. Ich habe dich aus dem Bus geholt, um es dir zu übergeben. Du kannst es dir wohl zurücknehmen. Das hast du schon fast. Einer tot, einer übrig. Nicht, dass ich dich auf Ideen bringen will. Aber immerhin wissen wir nun, dass du hast, was man dafür braucht. Also, wozu es noch länger aufschieben? Dann komm. Und vergiss deine Mutter nicht. Schwari hieß sie. Ja, genau. Du weißt, dass diese Urne für alles steht, was vom alten AJ übrig ist. Dem AJ vor Kyrat. Wenn du die Asche verstreust, ist jede Bindung an dein früheres Leben verloren. Und was passiert dann? Ja, ich schätze, du könntest tun, was ich tat, als Mohan Lakshmana tötete. Also doch. Oh, das wusstest du gar nicht, oder? Ja, er tötete deine Halbschwester und danach tötete deine Mutter ihn. Ich machte nur da weiter, wo sie aufgehört hat. Ich habe so viele getötet für sie. Doch dann erkannte ich, dass Lakshmanas Tod nur ein Vorwand für mich war, um all das zu tun, was ich tun wollte. Genau wie die Asche für dich nur ein Vorwand ist, all das zu tun, was du tun willst. Und Gott weiß, dass es Spaß macht. Na, du hast es geschafft. Weißt du, das erste und einzige Mal, als ich hier war, kam ich als gesunder Mann und ging hinaus. Als das. Aber du. Du kommst als König daraus. Also mach schon. Tu das, wofür du gekommen bist. Okay. Also, übrigens, das. Ich habe mich jetzt gewundert, weil er gesagt hat, ich hätte jemanden getötet, entweder Sabal oder Amita. Das kann natürlich sein, dass ich habe jetzt einen anderen Spielstand von irgendjemandem genommen. Der hat wahrscheinlich entweder das eine oder das andere getan, je nachdem, welche Mission er oder welchen Weg er gewählt hat. Ist natürlich ärgerlich. Ich weiß nicht, inwiefern sich das jetzt noch geändert hätte, wenn ich mit meinem Spielstand, also eben weder niemanden getötet habe, also weder hier Amita noch Sabal, noch eben hier, was war die andere gewesen, die da mit der Arena? Egal. Ich weiß nicht, ob das sich jetzt leicht dann geändert hätte.
Kann ich jetzt nicht rausfinden, nur ich hatte keine Lust, das ganze Spiel nochmal komplett durchzuspielen, um bis zu dem Punkt zu kommen. Vor allem dann mit demselben Weg und so weiter. Das ist mir einfach zu aufwendig. Deswegen habe ich das zum Glück so gelöst bekommen mit dem Spielstand und wir gucken jetzt weiter, was passiert, wenn ich diesen Weg gehe, dass ich Pagan, ja, entgegenkomme. Wie soll man das anders sagen? Hier ist nochmal das Tagebuch, das hatte ich schon vorgelesen. Hier wird, denke ich mal, nichts anderes drinne stehen. Das wäre sehr verwunderlich. Ja. Ne, das klingt genau das gleiche drin, was ich vorhin vorgelesen hatte. Dann tun wir mal die Asche zum Kind von Pagan und Ishwari. Ja, das ändert die Geschichte ja echt nochmal. Wo man sich hätte denken können. Also hat unser Vater das kleine Kind dort hier geradezu einfach umgebracht. Nur aus der Wut heraus, weil sie ihm ein Kind geschenkt hat. Und daraufhin hat meine Mutter ihn umgebracht. Wow, das ist heftig. Das ist wirklich heftig. Tja, und wie ist dann meine Mutter gestorben? Die sich umgebracht? Wahrscheinlich wurde das auch schon immer gesagt. Irgendwo. Jede Entscheidung hat Konsequenzen, AJ. Ich gebe dir Kühe, aber ich behalte den Helikopter. Okay, also er überlebt das Ganze, haut aber ab. Könnte ich ihn jetzt noch abschießen oder was? Ich bin jetzt eh nicht mehr sicher, was hat das Ganze jetzt eigentlich gebracht, dass ich hier in Kyrat war? Ich habe sie vor dem König befreit, der natürlich trotzdem ein Arschloch war. Da kann man nichts anderes zu sagen. Aber eigentlich die Gründe? Da war ein Zwist zwischen meinen Eltern und Pagan. Und ich war mittendrin und denke, ich muss Rache üben. Scheiße. Gut, dann werde ich jetzt mal noch sehen, dass ich Amitas Weg aufzeichne. Gucken, was da anders ist. Wenn es viel anders ist, werde ich es auf jeden Fall noch mit zeigen. Genauso wie die Briefe. Da hatte ich ja mal gesagt, ich gucke mal nach, ob das wichtig ist für die Geschichte. Dann suche ich sie noch mit meinem Spielstand. Oder ich lasse es sein. Findet raus, was er weiß. Terroristen, was? Nun, bitte, bleib doch hier. Genieße das Krabbenrangoon. Geh nicht weg, ich bin gleich zurück. Yuma, wir müssen reden. Ja, und schon sind wir an der Stelle, an der wir wahrscheinlich nur warten müssen, bis was passiert. Und dann ist das Spiel wahrscheinlich schon zu Ende, bevor das Spiel überhaupt begonnen hat. Von daher, ich werde mal ein bisschen vorspulen. Und dann werden wir mal gucken, was passiert. Fucking tastisch. Du, Sir, bist ein Gentleman. Ich muss mich entschuldigen. Wir sahen Terroristen in der Nähe, bla bla bla. Das Krabbenrangoon, na, es ist... Wunderbar. Na, dann komm, gehen wir.
Na, mal gucken, ob das exakt dasselbe Ende ist, wie das, was wir zuvor hatten. Weißt du, es überrascht mich schon, dass deine Mutter dich bat, sie den ganzen Weg hierher zu bringen. Ja. Danke sehr, Cameron. Dann soll ich Ihnen folgen? Gott verdammt, ja, Junge, die Asche deiner Mutter verstreut sich nicht von selbst. Nun, hat deine Mutter dir je von deinem Vater erzählt? Niemals, nein. Mohan, der große Führer des Goldenen Pfads, dieser Drecksack. Er war so eine Art Zuhälter, schickte sie als Spionin zu mir. Aber wir verliebten uns, bekamen ein Kind. Und da zeigte Mohan dann sein wahres Gesicht. Er hat dich und deine Mutter vertrieben und ermordete deine Schwester, Lakshmana. Deshalb sind wir hier. Lakshmana sollte nicht länger alleine sein. Ich bin so froh, dass wir endlich wieder vereint sind. Nach dir. Ja, und schon sind wir an der Stelle, wie an dem anderen Ende zuvor. Und das ist leicht abgeändert, war natürlich der Anfang. Hat er jetzt noch gesagt, ich habe auch noch eine Schwester? Und die wurden also vertrieben, also die Mutter und meine Schwester? Okay. Aber wie ist dann die Mutter gestorben? Ich denke mal, jetzt wird sich an dem Ende nichts mal weiter ändern. Das wird genau dasselbe sein. Tja, mal gucken, wenn ich wieder rausgehe, was da passiert. Oh, prima. Ist das nicht ein anderer Helikopter? Besser? Hast du damit abgeschlossen? Gut. Dann können wir jetzt vielleicht endlich ein bisschen rumballern. Okay, es ist doch ein bisschen anders. Schon sind wir fertig. So hätten wir das Let's Play doch bestimmt um 100 Folgen verkürzen können oder noch mehr. Puh. Na gut. Ich denke, ich werde wahrscheinlich noch Amitas Weg zeigen, wenn sich's lohnt. Ansonsten sage ich nochmal an dieser Stelle, bis zum nächsten Mal. Mal gucken, was wir spielen. Ich habe einige Ideen, was ich als nächste Let's Plays machen will. Darunter auch Far Cry Primal. Hellblade Senua's Sacrifice würde ich gerne spielen. Wie hieß es gleich nochmal? Ja, jetzt ist es weg. Ich würde einfach sagen, lasst euch überraschen. Also dann, macht's gut. Tschüss.